Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich stelle fest, Herr Strigel hat jetzt zum Thema, um das es hier geht, nämlich darum, das Ehrenamt als Staatsziel in unserer Verfassung zu verankern, nichts zu sagen. Er hat deshalb gemeint, sich über eine Selbstbedienungsmentalität hier auslassen zu müssen und hat kräftig auf die Schnauze bekommen. Das dazu, jetzt aber zurück zum Thema, um das es hier geht, Ehrenamt als Staatsziel, die Förderung des Ehrenamtes. Ich bin ja wirklich kein Freund ausufernder Staatszielbestimmungen. Sie sind nicht einklagbar, sie haben mehr oder weniger nur deklaratorischen Charakter und ich finde, eine Verfassung sollte klar und präzise sein und sich auf das Wesentliche beschränken und deshalb haben Sie eigentlich im Verfassungstext nichts verloren. Im Zweifel werden sie genutzt, um Gesinnungsterror zu legitimieren oder leisten der Transformation unserer Gesellschaft von oben nach unten Vorschub. Die EU zum Beispiel, ja, die Verfassung verpflichtet uns auf den Prozess der europäischen Einigung in Artikel 23 und das kann man so lesen, dass es eigentlich zur EU keine Alternative mehr gäbe. Das halte ich für falsch, sowas in die Verfassung zu schreiben oder wenn Sie denken an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das ist gut und richtig, dass sie da steht, aber es ist zum Staatsziel erhoben worden und dadurch wird dann sowas wie der Quotenirrsinn legitimiert. Das soll alles nicht sein. Aber was wir hier vorschlagen, das ist gut und richtig, denn dieses Staatsziel geht in keine besondere politische Richtung, sondern wir wollen einfach nur, dass der Staat in seiner Verfassung erklärt, dass die Identifikation mit ihm gefördert wird, dass diejenigen gefördert werden, die für diesen Staat arbeiten, die sich für ihn einsetzen, die sich für das Gemeinwesen einsetzen, unabhängig von der genauen politischen Richtung. Und das finde ich, trotz der vorgetragenen Skepsis gegenüber Staatszielen, ist das ein Staatsziel, das man in die Verfassung schreiben könnte. Wenn man ein Staatsziel in die Verfassung schreibt, dann das. Und ja, Herr Erben, das war ja völlig substanzlos, was Sie vorgebracht haben. Sie hatten nichts gegen unseren Antrag zu sagen. Der ist ja wirklich vernünftig und richtig und wichtig. Und dann kamen Sie damit, in der Vergangenheit haben wir das nicht getan. Also nur weil man eine Chance in der Vergangenheit nicht ergriffen hat, ist es doch kein Argument, sie jetzt nicht zu nutzen. Also was haben Sie da überhaupt geredet? Und dann werfen Sie uns Themenhopping vor. Also Sie sollten sich mal entscheiden. Dann heißt es, manchmal die AfD sei monothematisch, immer die gleichen Themen. Und wenn man da mal verschiedene Themen aufgreift und bespielt, heißt es, wir würden Themenhopping betreiben. Ihnen kann man es wirklich nicht recht machen. Generell bin ich auch sehr enttäuscht davon, dass hier so jetzt, also Sie haben die Debatte nicht ganz verweigert, aber es war doch so eine reduzierte Debatte. Also viele Fraktionen haben verzichtet, haben nur die SPD und die Grünen gesprochen, die Regierung hat verzichtet. Wissen Sie was? Das ist Arbeitsverweigerung. Und das ist nicht die Erfüllung Ihres Mandats. Denn ich bekomme auch viel auf den Schreibtisch, vor allem auf der Ecke hier, wo ich mir denke, weshalb soll ich mich mit diesem Schwachsinn befassen? Aber es ist meine Verpflichtung als gewählter Volksvertreter, weil die auch gewählte Volksvertreter sind, ist leider so, mich mit dem zu befassen, was die hier auf den Tisch bringen. Und genauso müssen Sie sich mit dem befassen, was wir auf den Tisch bringen. Das geht nicht, dass Sie einfach die Arbeit verweigern, jetzt schon zum wiederholten Mal.